Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kamera an. Wir beschäftigen uns heute mit dem Projekt Giga for Health. Das ist ein Forschungsprojekt, was durch die Förderung des MVIDE, des Landes Nordrhein-Westfalens, hervorgegangen ist. Und im Projekt untersuchen wir, inwieweit die fünfte Mobilfunkgeneration, kurz 5G, innerhalb des medizinischen Kontexts gewinnbringend eingesetzt werden kann. Mein Name ist Hanna-Milena Seichter. Ich bin von der Bergischen Universität Wuppertal zuständig für den Transfer im Projekt. Und mir zur Seite stehen habe ich Marlene Schiffert, die noch mal genaueres zum Thema elektromagnetische Verträglichkeit berichten wird. Genau, danke Frau Seichter. Mein Name ist Marlene Schiffert. Ich arbeite am Institut für Hochfrequenztechnik der RWTH Aachen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und ich möchte heute ein bisschen was über unsere Aufgaben im Projekt Giga for Health berichten. Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Vielleicht mögen Sie ja noch mal direkt drauf eingehen. Elektromagnetische Verträglichkeit, was kann man sich darunter genau vorstellen? Also elektromagnetische Verträglichkeit, EMV, gibt es einmal eben für Geräte und Anlagen und für den Menschen. Bei Geräten ist es eher so, dass man hier sagt, dass ein Gerät in seiner elektromagnetischen Umgebung störungsfrei funktionieren muss. Da jedes Gerät ein bisschen elektromagnetische Felder abgibt, müssen diese eben begrenzt werden, sodass man andere Geräte nicht stört. Die dürfen halt einerseits nicht so viel elektromagnetische Felder abgeben, sodass andere Geräte gestört werden können, müssen aber gleichzeitig nicht so störanfällig sein, dass eben andere Felder von anderen Geräten diese stören. Das ist das einmal für Geräte. Für Menschen gilt es genau andersrum. Da sind eher biologische Untersuchungen, wie eben elektromagnetische Felder auf den Menschen wirken, im Vordergrund. Und aus diesen biologischen Untersuchungen und diesen Effekten, die elektromagnetische Felder auf Menschen haben, werden dann eben Grenzwerte festgelegt, sodass diese Effekte halt nicht auftreten. Aber danach, nachdem diese Grenzwerte festgelegt wurden, ist es eben wichtig, dass diese auch korrekt erfasst werden und eben überprüft werden kann, dass diese Grenzwerte auch überall eingehalten werden. Also es wäre halt schlecht, wenn man gegenüber von der Basisstation steht und eine Messung durchführt und diese Felder, die dann tatsächlich auftreten, entweder viel zu hoch annimmt oder viel zu niedrig annimmt, also unterschätzt oder überschätzt. Ja, vielen Dank erstmal, wenn Sie von Grenzwerten reden. Wie sieht es in Deutschland eigentlich aus? Wie sind da so die Regularien? Also für den Menschen gilt im Mobilfunkbereich als einzig nachgewiesene und anerkannte Effekt, die Frequenz im Mobilfunkbereich auf den menschlichen Körper haben, eben die Erwärmung, also dass der Körper oder menschliches Gewebe sich erhitzt. Und hier wurde einfach damals festgelegt, dass 1 Grad Körpertemperaturerwärmung so das Maximum ist, was auftreten darf oder eben nicht auftreten darf, aber komme ich dir gleich nochmal zu. Und zwar geht das einfach dafür, stellen Sie sich vor, wir haben da ein Kind liegen, das bereits 42 Grad Celsius Fieber hat und dann kommt da noch 1 Grad Körpertemperatur da drauf, das wäre schlecht. Und daher wurde dann berechnet, wie sieht das eigentlich so im schlimmsten Fall aus, also wie viel Leistung brauche ich, um einen menschlichen Körper um 1 Grad Celsius zu erwärmen. Und damit kommt man eben auf einen Wert, das sind 4 Watt pro Kilogramm. Und aus diesem Wert hat man damals noch einen Sicherheitsfaktor drauf gerechnet von 50, um auf den Basisgrenzwert zu kommen. Und zwar zu 0,04 Watt pro Kilogramm, sodass man hier schon mal erstens den Worst-Case-Annahme, wie viel Leistung brauche ich, und danach noch mal einen Sicherheitsfaktor von 50 draufgerechnet hat. Da man jetzt 0,04 Watt pro Kilogramm wirklich schlecht im Freifeld messen kann, weil es da eben darum geht, die Erwärmung im menschlichen Gewebe zu messen, und ich kann da schlecht an eine Basisstation gehen und einen Topf voll menschlichem Gewebe mitnehmen und dann die Erwärmung da drin messen, hat man hieraus nochmal eine Worst-Case-Annahme getroffen und gesagt, so wie sieht es eigentlich bei maximaler, schlechtmöglichster eher gesagt, Einkopplung von elektrischen Feldern in den Körper aus, wie groß muss das elektrische Feld sein, dass ich eben diese 0,04 Watt pro Kilogramm im menschlichen Gewebe erzeugen kann. Und darauf kommt man eben auf den Referenzwert, also eine elektrische Feldstärke, die überall, wo sich Menschen aufhalten können, nicht überschritten werden kann. Das ist halt im Mobilfunkbereich frequenzabhängig zwischen 28 und 61 Volt pro Meter. Sie arbeiten ja am Institut für Hochfrequenztechnik der RWTH Aachen. Können Sie uns vielleicht noch mal genauer sagen, wie so Ihre alltäglichen Arbeiten dort aussehen? Was genau machen Sie?
Also so alltägliche Arbeiten sind zum Beispiel, dass wir Messkampagnen durchführen, zum Beispiel im Umfeld von Mobilfunkbasisstationen, vor allen Dingen jetzt bei 5G. Das heißt, wir suchen uns Basisstationen aus oder auch Small Cells, wo wir eben Messpunkte durchführen wollen. Einerseits sehr nah an der Anlage, andererseits zum Beispiel, wo sich dauerhaft Menschen aufhalten können, oder also Wohngebiete, Kindergärten oder sonstiges. Mhm. Und dort eben die typische Felder des Mobilfunks aufnehmen oder auch eben die maximal möglichen Emissionen, die dort auftreten können. Und können Sie uns nochmal vielleicht sagen, wie genau Sie überhaupt dazu gekommen sind, im Bereich elektromagnetischer Umweltverträglichkeit zu arbeiten? Das ist ja schon auch ein relativ spezielles Gebiet. Ja, also ich wollte schon tatsächlich mein Leben lang, das hat sich auch nie geändert, ich wollte schon mein Leben lang Elektrotechnik an der RWTH studieren. Und bin dann da tatsächlich über meine Bachelorarbeit an dieses Institut dran gekommen, habe dann dort weiter Stelle als HIWI gemacht, also Hilfswissenschaftler, und habe dann tatsächlich dort auch direkt meinen Master gemacht. Und ich fand den Bereich der Kommunikationstechnik und vor allen Dingen Mobilfunk und natürlich, um ganz vorne mit dabei zu sein, bei 5G total spannend. Und da bin ich halt jetzt bei EMVU genau richtig und bin auch noch sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Sieht ja so aus, dass Mobilfunk und Frequenzen für viele sehr abstrakte Begriffe sind. Was genau kann ich mir denn so darunter vorstellen? Ja, Mobilfunk ist natürlich das, womit wir uns heutzutage komplett vernetzen. Also es gibt 2G oder GSM eher gesagt, 3G UMTS und 4G LTE und jetzt mit 5G halt New Radio. Und das hat 1992 angefangen und seitdem immer höhere Datenraten, immer weiter geforscht, um eben höhere Datenraten zu bekommen. Und die hier sind eben auch diese Mobilfunk-Generationen werden über verschiedene Frequenzen ausgesendet, momentan von 700 MHz bis 3,6 GHz. Also Frequenz an sich kann man sich folgendermaßen vorstellen, also wenn man einen Stein in ein Wasserbecken reinwirft, dann sieht man Wellen, die da von diesem Einschlag von dem Stein weggehen. Dabei sieht man, dass an einer Stelle immer sich abwechselnd Wellenberge und Wellentäler sich abwechseln. Und diese eine Schwingung, also Abwechslung von Wellental zu Wellenberg, pro Sekunde ist die Frequenz. Also einmal abwechselnd pro Sekunde ist ein Hertz. Bei zum Beispiel 3,6 GHz sind wir mal 1 Million darüber. Und genau. So kann man sich das im Endeffekt vorstellen, und eben dadurch, dass wir verschiedene Frequenzen haben, können wir diese verschiedenen Mobilfunkgenerationen dann auch unterscheiden. Nun untersuchen Sie die elektromagnetische Verträglichkeit ja mit Blick auf 5G. Was ist es denn, was die fünfte Mobilfunkgeneration von älteren unterscheidet, also sprich von 2G, 3G und 4G? Also das ist erstmal der andere genutzte Frequenzbereich. Bei 2G bis 4G haben wir halt Frequenzen bis jetzt von 700 MHz bis 2700 MHz, also 2,7 GHz. Dann geht man eine Stufe weiter hoch. Und das wird bei 5G halt erweitert, erstmal bis zu dem Frequenzband um 3,6 GHz. Und zukünftig können auch noch Frequenzen zwischen 24 und 52 MHz genutzt werden. Das sind dann sogenannte Millimeterwellen, was aber erst zukünftig dann kommt. Die Höhe der von Ihnen genannten Frequenzen ist ja schon ziemlich beachtlich. Muss ich mir da innerhalb des Gebäudes Sorgen machen? Nein, also grundsätzlich müssen Sie sich das nicht. Also man hat zwar einen Sprung von 3,6, also der Band um 3,6 GHz bis zu 24 bis 52 GHz. Das ist halt schon relativ viel, aber das ist halt dadurch begründet, dass man auch wenn man die Millimeterwellentechnologie dann anwenden will, auch größere Knallbandbreiten haben will und unten einfach nicht mehr, also im niedrigeren Frequenzband einfach nicht mehr so viel Platz ist, um breite Kanalbandbreiten von bis zu 1 GHz dann auszusenden. Aber prinzipiell muss man sich da keine Sorgen machen, da eben diese Grenzwerte, von denen ich eben gesprochen habe, bis 300 GHz definiert sind. Also man hat Forschung und Studien durchgeführt, wie wirkt sich eben elektromagnetische Felder auf das menschliche Gewebe aus. Und da ist halt eben diese Erwärmung, von der ich eben gesprochen habe, die einzig anerkannte Wirkung. Und daher sind die Grenzwerte dort auch immer noch gültig. Und solange die eingehalten wird, muss man sich, wie gesagt, keine Sorgen machen. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass die von Ihnen erwähnten Punkte auch gerade im medizinischen Kontext besonders relevant sind. Stimmt das?
Ja, also wir haben hier natürlich vor allen Dingen bei der Inhouse-Anlage in Krankenhäusern begeben wir uns vor allen Dingen bezüglich der Medizingeräte auf ein ganz neues Terrain, da es bislang einfach keine Untersuchungen zu der Störfestigkeit von Medizingeräten gegenüber 5G, also vor allen Dingen im 3,6 GHz-Band gibt und man hier bislang nicht abschätzen kann, wie diese reagieren, also bis vor unseren Untersuchungen, das nicht abschätzen konnte, wie diese reagieren. Und zwar geht es einfach darum, dass bislang in den DIN-Normen, also das heißt die Normen, unter denen die Medizingeräte in Verkehrbringung geprüft werden, dort eben keine Störfestigkeit für 5G definiert ist. Selbst in der neuesten DIN-Norm nicht, die im Januar dieses Jahres rausgebracht ist. Also das heißt, selbst die neuesten Medizingeräte müssten nicht auf 5G getestet werden. Und wir haben natürlich in einem großen Krankenhaus auch ältere Geräte, die älteren Vorgaben damals entsprochen haben müssten. Und ältere Vorgaben haben natürlich kleinere Prüfpegel oder auch andere Frequenzbereiche. Deswegen haben wir eben in unserem Arbeitspaket im Projekt Giga for Health eben die Störfestigkeit von wichtigen Medizingeräten überprüft. Nun haben wir jetzt relativ allgemein über elektromagnetische Verträglichkeit im Projekt gesprochen. Könnten Sie da noch mal ein bisschen genauer in die Tiefe gehen, was Sie da ganz explizit machen? Genau, wir haben im ersten Schritt haben wir Provokationstestungen von Medizingeräten gegenüber einem 5G-Signal durchgeführt. Das heißt, wir haben uns einen Testaufbau genommen von einem RadioDot und haben den an ein höhenverstellbares Stativ gehangen und hier eine Vollauslastung simuliert, also auf voller Leistung durchgehend unter Worst-Case-Bedingungen ausgesendet und dann halt in einem möglichst geringen Abstand das Medizingerät darunter durch Fachpersonal testen lassen. Also die verschiedenen Einstellmöglichkeiten, die verschiedenen Sachen, die das Gerät können muss, wurden eben genau im Einwirkungsbereich dieses 5G-Signals dann getestet und eben auf Funktionsstörungen dann überprüft. Das Ziel war dann zu gucken, ab welchem Abstand, also eine Abstandsstörschwelle zu bestimmen, ab denen eben hier keine Einflüsse mehr oder keine Störungen mehr auftreten können. Das war aber im Endeffekt gar nicht nötig, da wir tatsächlich an den untersuchten Medizingeräten keinerlei Funktionsstörungen überhaupt aufgetreten sind. Okay, Sie sind jetzt explizit sehr stark auf Geräte eingegangen, was die Strahlung angeht. Wie sieht es denn im Bereich Mensch aus? Also, dass die Grenzwerte im Umfeld von diesem RadioDot überall eingehalten werden müssen, das wird bereits bei der Funknetzplanung mit betrachtet. Das heißt, von hier in diesem Fall von der Vodafone wird dann einfach simuliert, wie sehen die Felder dort im Umfeld aus, wie sieht die Umgebung aus und dann eben geguckt, mit welcher Leistung man aussenden kann, dass eben die Grenzwerte nicht überschritten werden können, sodass in allen Bereichen, wo halt ein Mensch hingelangen kann, wo auch eine Hand hingelangen kann, wo man in Kopfhöhe in der Umgebung davon ist. Und dadurch sind halt überall in der Umgebung schon von vornherein die Grenzwerte eingehalten. Wir haben aber tatsächlich noch mal in zwei Umgebungen, also in zwei verschiedenen Umgebungen, einer typischen Umgebung für einen Krankenhausalltag und OPs getestet, wie hoch die elektromagnetischen Felder dort unter Worst-Case-Bedingungen darunter werden können. Der OP stellt hierbei halt eine schwierige Umgebung dar, kann man vielleicht sagen, weil ein OP prinzipiell von außen metallisch komplett abgeschirmt ist, sodass, wenn halt eine elektromagnetische Welle auf die Wand auftritt, diese hier reflektiert wird und damit sich halt die einfallende und die rückwirkende Welle überlagern können, sodass hier punktuell Erhöhungen der Feldstärke auftreten können. Und daher haben wir das explizit nochmal im OP getestet, wie hoch hier die Felder werden können. Und das war auch überall unterhalb der Grenzwerte, auch in direkter Nähe dazu. Mhm. Also dann kann ich eigentlich im Prinzip davon ausgehen, dass 5G im Krankenhaus sicher ist, oder? Ja, also prinzipiell schon, solange, wie gesagt, die Grenzwerte eingehalten werden. Aber das müssen Sie halt, wie gesagt, von vornherein. Ja, vielen Dank für die ausführliche Auskunft und vor allem auch die interessanten Erläuterungen. Und Ihnen danke ich herzlich fürs Zuschalten.